Herzlich willkommen aus Halle an der Saale, vom Geburtshaus von Georg Friedrich Händel, der 1685 hier in diesem Gebäude geboren wurde. Wir freuen uns, Ihnen heute ein Konzert anbieten zu können mit der Lautenkompanie unter der Leitung von Wolfgang Katschner, der auch Händel-Preisträger ist. Sie hören wunderbare barocke Advents- und Weihnachtsmusik, ein bisschen aus der Zeit vor Händels, unter anderem von Samuel Scheidt, der ebenfalls hier in Halle geboren ist. Haben Sie eine vergnügliche Stunde, besinnliche Stunde, und wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.
Wird Gottes Sohn
seinen Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im sechsten Mond, die im Geschrei ist, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Thank you.
Hallo, einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen. Hier ist Wolfgang Katschner von der Lautenkompanie und ich und wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem Händelhaus in Halle an der Saale. In der nächsten knappen Stunde können Sie ein Konzert erleben mit weihnachtlicher Musik aus dem 17. Jahrhundert, vor allen Dingen von deutschen Komponisten und einigen Volksliedern dazu. Und wir hoffen, dass wir Sie damit so richtig in weihnachtliche Stimmung bringen können, nachdem ja doch in der letzten Zeit und auch in der kommenden Zeit das Wahrnehmen von wirklichen Weihnachtskonzerten und Weihnachtsoratorien etwas rar geworden ist. Heute Nachmittag singen und spielen hier für Sie Angelika Lenter, Sopran, und Florian Sievers, Tenor. Jetzt gerade nicht im Bild, aber Sie haben sie schon gesehen und gehört. Dann die Musiker der Lautenkompanie. Zu meiner Rechten beginne ich mit Martin Ripper, Blockflöte. Friederike Otto spielt Zink. Ulrike Pätz spielt Viola. Anne von Hoff spielt Violine. Ulrike Becker spielt den Violone. Hinter mir Daniel Trumbull spielt Orgelpositiv. Und neben mir Peter Alexander Bauer perkussioniert heute Nachmittag für Sie. Wir haben schon begonnen damit und setzen das fort. Wir erzählen Ihnen heute eine kleine musikalische Weihnachtsgeschichte. Sie können im Grunde genommen die biblische Weihnachtsgeschichte musikalisch mitverfolgen. Im ersten Teil, den Sie schon gehört haben, geht es um die Ankunft des Heiden, oder nicht des, sondern der Heiden Heiland. Nein, wer ist jetzt? Des Heilands der Heiden. Maria wird vom Erzengel Gabriel aufgesucht und ihr wird verkündet, dass sie ein Kind gebären wird. Und Sie haben gehört, es ist ein Ros entsprungen, das Lied, das auf wunderschöne Art und Weise Maria besingt. Im zweiten Teil passiert es dann, Jesus kommt zur Welt und eine ganze Schar von Hirten erscheint und freut sich mit uns und mit ihnen darüber, dass es zur Geburt des Jesuskindes gekommen ist und wir endlich Weihnachten feiern können. Thank you.
Das
Ja, das Kind ist geboren, bestaunt und gefeiert worden. Und jetzt gilt es, das junge Familienglück zu etablieren. Josef fordert, nein, Maria fordert von Josef, dass er sich an der Haus- und Familienarbeit beteiligen soll. Josef, lieber Josef, mein, hilf mir wiegen das Kindelein. Dann werden sie sich einig, bestaunen gemeinsam das Neugeborene in der Krippe und mit einem wunderschön klingenden Gebet von Johann Theile endet dann unser Konzert. Johann Theile übrigens hat hier ganz in der Nähe von Halle an der Saale in Naumburg, auch an der Saale, gelebt und gearbeitet. Ich hoffe, Sie haben sich auf Weihnachten einstimmen können mit uns zusammen. Wir alle wünschen Ihnen ein gesundes und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut in das neue Jahr und wir alle wünschen uns im neuen Jahr weniger Corona und mehr Musik. Bis bald. Tschüss. Thank you.
Schlaf.